Hallo und herzlich willkommen zurück hier. Kannst du mal hier deine anti-aggressive Haltung mal einnehmen? Das geht's hier gar nicht. Fangen wir gleich an, weißt du? Und du prügelst hier gleich wieder in der Gegend rum. Nee, hallo, hier ist die Luba. Wir sind wieder da bei Divinity 2 Ego Draconis. Und ich muss mich erstmal wieder ein bisschen orientieren. Wir waren, glaube ich, auf dem Weg zum Turm. Ich habe ja inzwischen, mal gucken, ob es jemandem bekannt vorkommt, wenn ich mich jetzt so hier hinstelle und so mache. Hat das jemand schon mal gesehen? Wer das als erstes postet, der kriegt was. Ja, wer das schon mal wo gesehen hat, dann kriegt er was. Oh, das, cool, ich bin ja cool. Haha, das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, wir wollten hier Goblins schlachten und haben, glaube ich, ja, wir haben eine neue Magie dazu bekommen. Und hier ist irgendwie nichts mehr. Doch, hier geht es irgendwie hoch und es ruckelt. Ich sehe es nicht ein, dass es ruckelt, denn mein PC ist brandneu und wurde heute erst wieder durchgecheckt und repariert und so. Warum sich ein PC übrigens spontan entscheidet, von einer anderen Platte zu booten, wo gehen wir hier lang zur Hölle? Weiß ich übrigens auch nicht. Was? Ich weiß gerade nicht, wo wir langlaufen, aber ich laufe hier einfach mal lang, weil das sieht so aus, als könnte man das. Komisch. Sehr komisch. Vielleicht haben wir gerade ein Geheimnis gefunden. Oh, du bist nicht so geheim. Bums. Der reagiert irgendwie sehr spät gerade. Und ich habe Angst, dass ich hier runterfalle. Ah, hämisch lachen kannst du gut, ne? Nein. Na toll. Na toll. Hast du gut gemacht, Luma. Hast du ja mal wieder ganz toll gemacht. Laufe ich jetzt da nochmal rum? Ja, muss ich ja wohl. Ach, wie ärgerlich. Das war jetzt echt blöd. Hatte ich gerade ein Level up? Nee, die Leiste ist einfach nur relativ kurz. Ja, es macht doch immer wieder Spaß, sinnlos durch die Gegend zu laufen. Hui! Hui! Aber das macht ganz schön... Oh, das sieht ja so elegant aus. Nee, hier will ich noch nicht hin. Ich wollte erstmal oben rumgucken. Und da... Doch, da wollte ich hin. Over the bridge! Lal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 
Mana-Pötte. Wir haben wieder so wenige Mana-Pötte. Aber ich habe auch nicht so richtig Lust, komplett in die Stadt zurückzu. Ach, du lebst ja noch. Stimmt ja, da war was. Da war was. Gucken, wie effektiv du bist. 16. Oh! Oh! Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel Mana das gefressen hat. Aber das ist mein neues Lieblings... das ist mein neuer Lieblingsskill. Der ist toll. Was ist da? Außer ganz viele Dingsies und Bumsies? Das war's dann wohl mit der Zauberei. Nein, das war's gar nicht. Das ist voll unwahr. Was ist denn da hinten? Das sieht so... Das sieht so viel zu groß aus. Okay. Was nehmen wir denn? Hühnchen. Mana. Und weg. Kommt der angelaufen? Ne, jetzt läuft er wieder weg. Einmal das. Und das direkt hinterher. Noch nicht. Schon wieder out of Mana. Okay, ich habe gleich keine Mana-Tränke mehr. Ich muss gleich echt zurück in die Stadt gehen. Ich glaub's ja nicht. Ich warte jetzt einfach, bis der Feuerball lädt. Dann ist der nämlich... Oder das Trommelfeuer, das ist natürlich noch besser. Wie? So, jetzt aber nun nicht hier. Von wegen hartnäckig und so. Ja, Embryonalstellung kannst du gut. Okay, wir haben echt wenig Mana und da steht... Steht da noch mehr als ein Mage? Ah! Ja, da stehen noch zwei Mages rum. Zwei Magier. Aber das tut das richtig dann weh. Wohl mit der Zauberei. Nix da! Warum? Ich kann nicht. Ach! Ja, ich glaube, wir müssen uns spontan zurückziehen. Ich bin dann weg. Tüdelü! Hüpf! Yay! Kann man sterben, wenn man irgendwo tief runterfällt? Nein, wir sind doch Drachentöter. Drachenritter. Beides irgendwie. Kommt der hinterher? Nee. Ich will hier hoch. Hoch. Lauf. Kann doch nicht so schwer sein jetzt. Aber da gibt's irgendwas. Da möchte ich nochmal hingehen. Auch auf die Gefahr hin, so langweilig. Den Weg haben wir jetzt schon dreimal gesehen. Ist mir egal. Ich will da hin. Ich will das. Und wenn ich das will, dann mache ich das. Und ich brauche Mana-Pots. Und haben wir überhaupt Gold dafür? Nicht so richtig. Oh oh. Das könnte problematisch werden. Das lohnt sich gar nicht, für die paar Mana-Pots jetzt zurückzulaufen. Ach Gott, was mache ich denn? Wie mache ich denn das jetzt? Da muss ich jetzt aber zurück. Ich muss ja irgendwie... Aber wir haben ein paar Sachen gefunden, die wir verkaufen können. Genau. Dann werde ich das erstmal verkaufen gehen. Und jetzt ab zurück in die Stadt. Ich würde mich gerne teleportieren können irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aber da oben an der Kapelle war, glaube ich, ein Teleporter. Da schwebt unser Schiff noch. La la la. Wir können so hüpfen, das ist cool. Ui. Ja, hier oben irgendwo. Irgendwo hier oben. Oder? Hier war doch was. Hier war doch so ein Teleporter. Hallo Schiff! So, la. Das ist ein geistreicher Kommentar. La. Ich singe. So. Und jetzt sind wir hoffentlich wieder hier, genau. Ich wandere aus. Die gute alte Wanderratte. Das macht mir irgendwie Spaß, tut mir leid. Das ist so, wenn der Daumen eh schon auf der Leertaste ruht, dann ist es ja auch nicht so anstrengend, die dann dauernd zu spammen. Nein, ich höre auf damit. Ab zu Locke. Locke. Er rennt hier immer noch hinterher. Oh Gott, wie nervig. Die Ärmste. Hätten wir doch die Schweine schlachten lassen sollen und die Lebensmittel da lassen sollen. Gibt's hier irgendwas Schönes? Kann ich hier irgendwas klauen? Kann ich irgendwo Mana-Pots klauen? Ich würde gerne Mana-Pots klauen. Oder irgendwelche Leute umbringen und denen... Kann ich Locke umbringen? Nee. Schade. Mein guter Freund. Ja. Weg damit. Und Vorräte. Sonst haben wir hier nichts mehr. Außer die angelegten Sachen, die werden wir natürlich nichts verkaufen.
Ja, irgendwelche Erze und so. Ich verkaufe die jetzt einfach. Alle. Verkaufen, 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 verkaufen. Weg, weg. Alles. Ach nee, alles. Alles. Alles, habe ich gesagt. Verkaufen und Golderz können wir auch verkaufen. Gibt ein bisschen Geld, ein Seil, genau. Können wir auch verkaufen. So, wie viel Gold haben wir denn? 592. Na gut, da kriegen wir doch ein paar Pots zusammen. Vorräte. Trank für Mana. Genau, den da. Alles. 8 Stück. Reichen 8 Stück. Wie viel haben wir denn jetzt? 10. 10 sind wenig. 10 sind sehr wenig. Da muss ich gerade mal überlegen. Können Sie ein paar Birnen kaufen, damit wir auch mal was Gesundes... Ach nee, wir haben ja Salat und Tomaten. Das ist ja gesund genug. Noch schöne Sachen hier. Was haben wir denn hier? Aura des Magieschadens. Okay, Aura der Vergeltung. Wahrscheinlichkeit von 12% eines automatischen Gegenschlags, bei dem der Gegner 23% des Schadens erleidet, den er euch sofort zugefügt hat. Rüstung? Vielleicht noch irgendeine schöne Rüstung? Nö. Irgendwie nicht so richtig. Nö. Waffen? 3 bis 7, 6 bis 15. Mir wurde das im per PN oder per Kommentar, ich weiß es gar nicht, so ein bisschen erklärt, wie das mit den Waffen jetzt ist und dass der Magieschaden irgendwie doch direkter Waffenschaden ist und nichts mit unserem Gezauber zu tun hat. Aber so richtig verstanden... Nicht, dass du es schlecht erklärt hättest. Nein, das meine ich nicht. Aber ich bin da so ein bisschen stumpfsinnig manchmal. Jetzt haben wir 13 Mana-Pots. Ich glaube, das ist genug. Fürs Erste. Und dann gehen wir... Mann, das war ein Spaß. Das wird wieder eine überlänge Folge, denn ich möchte wenigstens wissen, was am Ende dieses Aufganges da war. Du nervst. Du nervst, Lomax. Du nervst. Ach ja, wenn wir denn wenigstens schon mal so einen Teleporterschrein da unten gefunden hätten. Haben wir? Haben wir? Sag jetzt nicht, wir haben. Schreinkapelle. Das ist ein ganzes Stück. Ne, hier muss irgendwo noch so ein Schrein sein. Ich weiß aber nicht, wo. Und ich werde nicht in die Lösung schauen, um es rauszufinden. Nein. Denn das wäre geschummelt. Dann laufe ich lieber 20 Mal hin und her und dann habe ich mehr Folgen zum Hochladen. Hihi. So. Zap. Und da unten drin waren wir schon. Jetzt können wir hier direkt morgen den Abhang hinab. Wir können ja fliegen. Ist jetzt neu. Ja, ich würde jetzt gerne als Drache rumfliegen. Das ginge bestimmt schneller. Bestimmt. Moment. Moment, nur mal kurz nachschauen. Nicht, dass wir dann da... Nee, da ist ein Felsen. Da kommen wir nicht wieder raus. Durchs Wasser hüpfen geht schneller als durchs Wasser. Hallo. Danke. Sie will immer nicht aus dem Wasser raus. Eine Wasserratte, die kleine Lumarion. Mensch. Ist sogar was Wahres dran. Aber das habe ich nicht verraten. Ja, wenn meine Schwester das jetzt hört, dann haut sie mir das nächste Mal, wenn sie mich sieht, einen runter. Nur so nebenbei. Also wenn ich dann mal irgendwie so klinge, als hätte ich ausgeschlagene Zähne, dann wisst ihr warum. Und wir haben schon wieder 14 Minuten mit sinnlosem Herumgelaufe verbracht. Aber dennoch, ich will auch gar nicht mehr über die Brücke rübergehen eigentlich. Oder war ich doch eben? Bin ich doch eben? Bin ich oder bin ich nicht? Weil dann kommt doch wieder dieser olle Vertreter. Ich hab keine Lust auf Vertreter. Ich schmeiß sie bei mir zu Hause schon immer vom Balkon runter. So aus dem 6. Stock. Tschüss! Guck ich zu beim Fliegen. Die können ganz gut fliegen, die Vertreter. Ich glaube, die haben da Übung drin. Die werden da öfter mal von irgendwelchen Balkons oder irgendwelchen Vordächern oder sowas runtergeschmissen. Ja, Vertreter sitzen auf Vordächern. Und das da sieht eingestürzt aus. Aber haben sie schön gemacht. Ich finde das ganze Spiel sehr, sehr schön gestaltet.
Da kann man einen Lob an die Gestalter des Spieles aussprechen. Einen Lob mit N am Ende. Einen N mit N, mit EN. So, so, voll falsch und so. Ach, was laber ich wieder für einen Müll. Einfach nur, um die Zeit zu überbrückern, weil wir hier sinnlos rumlaufen. Genau, ich könnte erzählen, Gamescom. Ah, ich war auf der Gamescom. Überraschung, wer hätte das gedacht? Und habe ganz viele verrückte Leute getroffen. Und das war auch sehr lustig. Ich habe gerade irgendwas gehört. Das war auch sehr lustig und sehr cool. Bis auf der Fabi, da hatte ich keinen Bock drauf. Dass der da war, das hat mich ganz schön genervt. Aber sonst war es lustig. Und ich bin doch der regen Hoffnung, dass wir das nächstes Jahr wiederholen werden. Außer Fabi, der darf nicht mit. Verwester Goblin-Oberkörper. Hm, jetzt haben wir schon lauter verweste Goblin-Teile. Verwesende, verweste. Aua. Ja, versuch's doch. Ich bin cooler als du. Ach, jetzt rennt er mir auch noch hinterher. Ja. Au. Ich stöhne nicht. Warum können die nicht gleichzeitig schießen? Dann habe ich gar keine Zeit für meinen Feuerball. Das ist doof. So, das war effektiv. Und dich kriegen wir jetzt damit. Was irgendwie total keinen Schaden macht. Finde ich schade. So, was gibt es denn hier jetzt? Na super, eine Höhle. Da bin ich ja begeistert. Aber eine Truhe. Nein, 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 warum nicht? Ich habe doch Schlösserknacken schon auf 200. Gefühlt. Auf 2, immerhin. 2 von 5. Manu, ich bin wieder irgendwo, was für meine Stufe nicht geeignet ist. Wir werden uns... Na, wir gucken mal kurz rein und dann bauen wir Spannung auf und dann bauen wir sie ab, indem ich sage tüdelü. Schauen wir mal rein, was da so ist. Na. Okay, mich gruselt's. Ich höre ganz viele Schritte und da ist eben irgendwas umgefallen. Ich höre richtig viele Schritte. Oh, ich sollte das echt ohne Headset spielen. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich werde jetzt speichern. Speichern? Verfallene Tunnel. Wer weiß, wo die uns hinführen. Aber das finden wir raus beim nächsten Mal. Hier bei Divinity 2 Ego Draconis. Ich bin die Luma. Bis dahin. Tüdelü.